Auch von mir ein herzliches Willkommen nun zu unserer Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Edin Terzic. Und den bitte ich erstmal um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Wir sind natürlich sehr erleichtert. Wir haben natürlich die Verantwortung gespürt für das, was am Samstag passiert ist und wollten hier heute unbedingt eine gemeinsame Reaktion zeigen. Das ist uns gelungen. Gott sei Dank auch noch belohnt mit einem Sieg. Es war kein leichtes Spiel, aber das haben wir hier auch nicht erwartet. Vor allen Dingen aus der Vergangenheit, in den letzten 2,5 Jahren war es nie einfach gegen Werder Bremen und vor allen Dingen halt auch nicht hier. Und dementsprechend sind wir sehr, sehr zufrieden, weil wir diesen Sieg dann bis zum Ende hin verteidigt haben und versucht haben, den Ball ganz weit weg vom Tor zu halten. Alle wunschlos glücklich? Nee, ich hätte eine. Timo Müller von Kicker. Hallo, ich habe in den Chat geschrieben, aber ich weiß nicht, ob das noch ankommt bei euch. Nee. Dann dränge ich mich einfach mal vor. Herr Terzic, könnten Sie erklären, welche Idee dahinter steckte, den Marco Reus so ein bisschen auf einer bisschen tieferen Position zu bringen als gewohnt? Ja, wir haben natürlich im Vorfeld versucht, auch auf den Gegner einzuwirken, um die Wege so kurz wie möglich zu halten für die Balleroberung, fürs Pressing. Und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, dass Marco halt heute in dieser Position am besten ist für die Mannschaft. Und ich finde, er hat das halt von Anfang bis Ende vorgelebt. Und das war eigentlich der Hauptgrund, dass wir die Wege für uns so klein wie möglich halten, dann, falls wir dann den Ball in den Zonen erobern, wo wir sie erobern wollen, der Weg zum Tor dann halt auch kurz bleibt. Robin Haag, bitte, von der Funke Mediengruppe. Hallo Herr Terzic, Sie haben vor dem Spiel gesagt, Sie wollen BVB-Fußball sehen. Wie viel BVB-Fußball war das denn heute Ihrer Meinung nach? Ja, wir haben auf jeden Fall eine Mannschaft gesehen, die zusammen sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz alles für diesen Sieg getan hat. Das ist das, worum es geht, wenn es mal nicht so leicht ist, Fußball zu spielen. Also diese Leichtigkeit, die in den letzten Wochen natürlich ein bisschen verschwunden ist, die haben wir uns heute zurückerarbeitet. Und ich glaube, auf der Rückfahrt gleich werden der eine oder andere wird gleich schlafen. Und dementsprechend ist das ein gutes Zeichen, dass wir alles gegeben haben. Und das war uns heute extrem wichtig. Manchmal kann man halt Siege spielerisch erzielen und heute musste es halt einfach auch mal erzwungen werden am Ende. Dirk Krampe von den Ruhrnachrichten. Ja, Edin, Glückwunsch erstmal zum Sieg und man feiert ja nur einmal seinen Einstand als Bundesliga-Trainer. Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie so der Tag heute war, wie groß war die Anspannung, war vielleicht sogar Platz für Vorfreude und wie groß war der Optimismus? Ja, der Tag war natürlich auch besonders. In der Kürze der Zeit war es immer ein Mix. Was bringen wir jetzt an Inhalten, was bringen wir jetzt aus Emotionen in die Gruppe, dass wir sie nicht überladen, sondern dass es halt weiterhin zielgerichtet bleibt, auf das Spiel hinbezogen. Und wir haben versucht, ganz viele Dinge in kurzer Zeit dann strukturiert in die Mannschaft zu geben, über verschiedene Kanäle, über Videos, über Gespräche, über Einzelgespräche. Und das war so das Hauptfeld, was wir heute bedient haben, tagsüber. Natürlich war die Vorfreude halt da. Ja, es war auch ein besonderer Tag für mich natürlich, aber heute geht es nicht um mich, sondern heute ging es um die Mannschaft. Die Mannschaft hat halt diese Verantwortung gespürt für das, was passiert ist am Samstag und wollte die Reaktion zeigen. Und ja, dabei haben wir alle versucht, sie bestmöglich zu unterstützen. Die nächste Frage kommt von Patrick Geberger, Sport 1. Hallo Edin. Grüße nach Bremen und Glückwunsch zum Sieg. Wir haben vorhin über Marco Reus gesprochen. Welche Rolle hat er denn in Ihren Planungen auch gespielt, in den Gedankenspielen, vielleicht auch in den Gesprächen, die man heute und in den letzten Tagen mit ihm halt auch geführt hat? Marco ist ein unglaublich wichtiger Spieler, nicht nur für den Verein und für unser Team, sondern halt auch für Deutschland. Also man darf nicht vergessen, Marco hat in der Vergangenheit ja auch das ein oder andere Turnier verpasst und da war der Aufschrei in Deutschland immer ganz groß. Wir sind unglaublich froh, ihn zu haben. Er ist heute komplett vorweggegangen. Er ist von Anfang bis Ende jeden Meter gegangen, der nötig war und hat in der Offensive ein paar gute Aktionen gehabt und hat am Ende auch das Siegtor geschossen. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass er bei uns ist und halt auch so dann seine Leistung abruft. Robin Haag.
Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial nach dem heutigen Sieg? Es war noch nicht alles perfekt, oder? Ja, definitiv. Also da will ich auch gar nichts beschönigen. Es geht einfach darum, wir haben nicht den allerbesten Fußball gezeigt, den wir zeigen können, das ist klar. Aber nochmals, die Leichtigkeit, die ist ein bisschen verloren gegangen. Deshalb geht es darum, diesen Glauben wieder zu erwecken, dass wir diese Qualität und das Potenzial haben, jeden Gegner zu besiegen. Und heute ist es halt so gewesen, dass wir wieder als komplette Mannschaft von Anfang bis Ende jeden Meter gemacht haben, uns gepusht haben, uns angefeuert haben. Und das ist halt super wichtig. Und jetzt der Rest, also ich meine, wir hatten ein paar sehr gute offensive Aktionen, wo wir uns das Leben hätten leichter machen können, wenn wir da ein bisschen klarer und zielstrebiger im Abschluss gewesen wären, wenn wir die Abstände dann für uns im Ballbesitz nicht so klein gehalten hätten, dass wir den Gegner in Pressing-Situationen einladen. Also das sind Dinge, die müssen wir definitiv verbessern. Aber nochmals, das geht natürlich auch nicht innerhalb von 24 Stunden. Aber wir haben natürlich genug Themen, die wir aus diesem Spiel mitnehmen für die Zukunft. Patrick Berger. Edin, können Sie noch was sagen zum Startelfdebüt von Youssoufa Moukoko? Was hat Sie dazu bewegt, ihn heute von Anfang an zu bringen und wie hat er Ihnen gefallen? Vielen Dank. Ja, bei Youssoufa ist es halt immer die Frage wegen dem Alter, weil er 16 Jahre alt ist, werden diese Fragen gestellt. Fakt ist einfach, Youssoufa ist nicht in unserem Kader, weil er 16 ist, sondern Youssoufa ist bei uns, weil er gut ist. Und heute ging es darum, dass er nicht nur gut ist für sich selbst, sondern halt für die Mannschaft. Und es war wichtig, dass wir da jemanden haben im Zentrum, der die Wege macht, der den Gegner permanent beschäftigt. Und natürlich gibt es da auch noch ein bisschen Luft nach oben, aber das wäre auch blöd, wenn er mit 16 Jahren schon auf dem Niveau ist, dass man sich nicht mehr verbessern kann. Und dementsprechend war das ein guter Schritt. Wir sind sehr zufrieden, aber wir wissen, dass da natürlich auch noch sehr viel Unterstützung und sehr viel Arbeit hintersteckt. Gibt es weitere Fragen? Oliver Jensen. Oh, hallo. Es gab gestern schon einige Schlagzeilen, so ein bisschen mit Vergleiche zu Jürgen Klopp, auch ein ehemaliger Mitspieler von Ihnen, der Michael Ebstern hieß der, glaube ich, hat auch gesagt, Sie sind ein Jürgen Klopp-Typ. Mögen Sie solche Vergleiche oder nerven Sie die eher? Also ich sehe es halt nicht so. Natürlich hat Jürgen nicht nur Dortmund, nicht nur den Verein, sondern halt auch alle Mitarbeiter geprägt. Und ich bin halt glücklich, dass ich das aus der Nähe miterleben durfte. Aber genauso wurde ich geprägt von meinen anderen Trainerkollegen Hannes Wolf, Slaven Bilic und zuletzt halt Lucien Favre, wo ich bei allen ganz nah dabei sein durfte, wo ich von allen lernen durfte. Und ich bin glücklich, dass ich alle kenne. Und alle halt auch mittlerweile als meinen Freund nennen darf. Und ja, also der Rest, das ist nicht mein Thema, sondern ich versuche jetzt einfach das Beste aus mir rauszuholen, um die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen. Und alles andere, ja, das kann ich nicht und will ich auch gar nicht beantworten. Die beiden letzten Fragen bitte. Die erste kommt von Patrick Berger. Eine Nachfrage noch zu Mats Hummels, der hat sich am Oberschenkel gefasst, musste ausgewechselt werden. Wissen Sie schon, was da ist, ob er am Wochenende auflaufen kann? Ja, die erste Info, die ich jetzt so kurz nach Schlusspfiff bekommen habe, dass es wohl muskuläre Probleme waren, also eher so Krämpfe, also dass jetzt nichts Dramatisches ist, ist auch ein gutes Zeichen, weil er sich komplett verausgabt hat natürlich und soweit die Füße getragen haben, heute alles gegeben hat. Und dann kam der Nächste und hat das komplett so weitergeführt. Und wir hoffen jetzt einfach, dass wir uns schnell erholen können. Es geht jetzt halt Schlag auf Schlag. Es sind jetzt noch 7 Tage und jetzt stehen noch 2 schwere Auswärtsspiele an. Und dafür wollen wir gewappnet sein und unser Bestes geben. So, wir sind bei der letzten Frage angelangt. Wenn Sie denn jemand haben möchte, wenn alle Fragen beantwortet sind, auch gut. Dann sagen wir Dankeschön. Allen eine gute Heimfahrt. Bis dann. Tschüss. Ciao.